Ja, ja, und damit möchte ich euch mal wieder herzlich willkommen zurückheißen zu einer neuen Folge von Let's Play Game Dev Tycoon. Ja, das eigentliche Ende war dann wohl doch kein Ende, da irgendwie einstimmig entschieden wurde, dass das Let's Play fortgesetzt werden soll. Na, mal schauen, wie lange wir hier noch was rausholen können. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall haben wir hier erstmal einen Game Report. Wo sind eigentlich unsere ganzen Angestellten hin? Na egal. Und zwar unseren Game Report von Amberstar. Story und Quest scheint sehr wichtig zu sein. Das, ja. Ah, das sind ja unsere Angestellten. Schön. So, schaut euch unseren Kontostand an. Ich weiß gar nicht, womit wir jetzt weitermachen sollten. Doch, ich weiß es. Und zwar würde ich sagen, wir erforschen jetzt hier noch ein bisschen. Das Thema MMO würde mich durchaus nochmal reizen, ein eigenes MMO rauszubringen. Und ich war der Meinung, ich bin mir sicher, ziemlich sicher, dass wir nicht rucken. Ich habe keinen Renderer im Hintergrund an, also lass mich machen. Dass wir, ja genau, wir haben nämlich jetzt noch 3D-Grafiken V6 zur Verfügung gehabt. Und das war's. War da nicht noch was? Anscheinend nicht. Fürs Erste nicht. Denn es kann sein, dass wir noch irgendwann Mods mit reinnehmen und dann, dann ändert sich das. Sehr wahrscheinlich. Genau. Crystal Dagger Engine X-Y ist das Letzte, was wir rausgebracht haben. Und jetzt würde ich eigentlich ganz gerne einen anderen Namen wählen. Lasst mich nachdenken. Plasmaroid oder Plasmaroid oder wie man es auch aussprechen will, ich habe keine Ahnung, es fällt mir gerade irgendwie so ein, ich habe gerade so gedacht, was klingt nach Future, ne? Dann ist mir irgendwie Plasma eingefallen und das ist dabei rausgekommen. Naja, egal, ich würde sagen, wir nehmen das so, ne? Mal schauen. Oh ja, da ruckelt es ja gleich wieder. Nee, es darf aber nicht ruckeln, ich renne da nicht so und so weiter, du hast die volle Grafikkarte zur Verfügung, also nutze sie. Ich meine, so aufwendig ist das ja hier nicht grafisch. So, boah, Alter, wie sich Amberstar verkauft, ne? Also ich weiß, dass es bei 10 Millionen verkauften Exemplaren, glaube ich, noch einmal ein Achievement gibt. Hatten wir das nicht schon? Ich weiß das gar nicht. Und bei 100 Millionen gibt es auch nochmal ein Achievement. Aber davon sind wir ja noch etwas entfernt. Dann müssten wir schon, keine Ahnung, ein AAA-Titel für 3 verschiedene Plattformen rausbringen, der eine glatte 10 kriegt oder sowas. Und der einfach mal ein 1A-Publishment dann hatte. Amberstar hat reingehauen. Es hat uns 128 Millionen eingebracht und meine Nase ist gerade dicht. Entschuldigt mich bitte ganz kurz, ich muss das ändern. So, etwas besser. Game Convention. Ganz klares Ding machen wir. Sind wir dabei. Ich staune, der X-Blaster verkauft sich immer noch recht gut, ne? Und bringt uns nebenher immer noch ein bisschen Kohle ein. Der verkauft sich ja dann, oder so eine Konsole verkauft sich ja dann auch immer weiter, ne? Also, es ist ganz cool. Das ist anders wie bei normalen Spielen. Es ist übrigens auch so, wenn wir jetzt ein MMO entwickeln, ne, das, na, werdet ihr ja dann auch sehen, ne, aber das hat auch kein Ende in dem Sinne, kein erzwungenes Ende. Aber ihr werdet es ja noch sehen. Und ich würde als Nächstes ganz gerne ein MMO in Angriff nehmen. Und ich habe auch schon die ultimative Idee. Da unsere Engine gerade fertig ist, werde ich mir nicht nehmen lassen, diese Idee jetzt umzusetzen. Und zwar, The Elder Scrolls Online. Als neuen Titel AAA selbstverständlich. Wie kann man das am besten definieren? Ein Fantasy-RPG, würde ich sagen, ne? Für die Plattformen. Für den PC ganz klar. Dann auf jeden Fall für unsere X-Blaster-Konsole, die auf einmal einen höheren Marktanteil hat, lustigerweise. Und fürs PlaySystem 5 würde ich es noch rausbringen. Natürlich mit unserer neuen Plasmaroid-Engine. Oder, ach, ich spreche die jetzt einfach so aus. Ich habe die erfunden, ich darf das.
So, 3D-Grafiken V6, da hätten wir allerdings, glaube ich, ein Problem mit der X-Blaster-Konsole. Deswegen nehme ich hier nochmal 3D-Grafiken V5. Dann könnten wir eigentlich auch die vorherige Engine nehmen. Ist das günstiger? Nö, ändert sich gar nichts. Ah, egal. Die unterstützen ja alles. Und unsere Konsole, die unterstützt halt keine 3D-Grafiken V6. Deswegen nehme ich nochmal V5. Und man sollte das Marketing auch nicht vergessen. So. Wir haben genügend Kohle. Ich hoffe, das haut rein. Da können wir ganz in Ruhe schön in die Features des Games halt rein investieren, wenn du so willst. Gut, schauen wir mal. Story Quests. Reactive Quests. Das kannst du vergessen. Okay. Sei denn... Nee, das wird zu viel. Nee, das wird zu viel. Gut. Also ich passe das ja schon alles hier. Gut, ihr könnt natürlich Interactive Story wählen und dann vielleicht Reactive. Nee, kannst du auch nicht. Gut, dann nicht. War ja nur eine Idee. So, Online-Play ist hier allerdings ganz wichtig. Ach so, Quatsch, was mache ich denn? Ah, nein. Warte mal. Ich entschuldige mich für die doofe Aktion gerade. Nein, verdammt. Ach doch. Haben die jetzt schon. Okay, da steht, das ist anscheinend nur ein Bug, dass da oben Elder Scrolls Online steht. Puh, hätte ich doch beinahe einen Fehler gemacht. Das sollte doch ein MMO werden. Jetzt hätte ich das beinahe verpatzt gerade. Boah, alter Schweden, ne? So, und ich stelle fest, dass sie hier zu viel Geld kriegen. Ich glaube, das reicht, wenn ihr auch so 450.000 vielleicht habt. Damit solltet ihr das immer noch hinkriegen, die ganzen Dinger zu reparieren. Ja, das kriegen die locker hin. Sehr schön. So, jetzt brauchen wir nur noch unser MMO. Und dann können wir loslegen. Ich würde ja gerade noch mal interessieren, bei MMOs, bei RPGs, war jetzt da die Grafik wichtig oder nicht? Das habe ich gerade nicht mehr auf dem Schirm. Ich wüsste jetzt auch gerade nicht, wo ich da nachschlagen kann. Lol. Och man, leck mir doch die Eier, Digga. Jetzt pass mal auf, jetzt geht's richtig. Jetzt gibt's richtig auf Maul. All your IP belongs to us, genau. Ja, jetzt kommt hier irgendein Hans und will uns weismachen, dass unsere Plasmaroid-Engine deren Patente verletzt hat. Pass mal auf, Digga. Jetzt rusht das gleich. So, ich würde sagen Rally-Fans. Das hat man, glaube ich, schon mal gemacht. Und wir haben eine Menge Fans und die werden die Sache schon regeln, würde ich mal ganz stark behaupten. Und MMOs sind erforscht. You will need to complete the research for the MMO support feature with one of your staff. Okay, wir müssen das noch researchen. MMO support. Okay, dann researchen wir das nochmal. Toll, jetzt haben wir die Engine schon gebaut. Mann. Sowas finde ich ja wieder genial dann. Na gut, dann machen wir halt eine 1.1 noch am Ende draus. We rallied our fans to publicly fight against all your IP belongs to US. And fight we did. We not only caused them to react their claims, but we also won. Boah, wir haben 19.000 neue Fans gewonnen. Wie geil ist das denn? Ja, unsere Fans sind halt einfach die besten. Oh, schön. 19.000 neue Fans. Oh. Und anscheinend ist mal wieder Urlaub angesagt. Ich schicke die nochmal in Urlaub, bevor wir jetzt hier anfangen. Aber den MMO-Support, den brauchen wir auf alle Fälle noch. Den können wir uns nicht verkneifen. So, MMO-Support ist abgeschlossen. Dann müssen wir gleich nochmal ein Engine-Update rausbringen. Na, komm. Boah, wie lange ist denn im Urlaub? So. Das war doof. Aber es bleibt uns nichts anderes übrig an der Stelle. Das konnte ich leider nicht riechen. MMO-Support, der ist ganz wichtig. Den brauchen wir unbedingt. Sonst würde ich das hier nicht machen. Wie viele Research-Punkte wir haben, ne? Ich will die loswerden. So, was können wir hier noch machen? Own Convention. Ja, dann machen wir doch die Own Convention. Die sollte ja 0, nix fertig sein. Ups.
Blub, blub, blub. Also wenn das dann mit Elder Scrolls Online hier reinhaut, ne, dann bin ich mir ziemlich sicher, ich sehe da schon wieder was auftürmen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass auch die X-Blaster-Konsole sich nochmal richtig gut verkaufen wird. So, Jungs, was ist hier los? Huch. So, 570.000, das muss jetzt aber reichen, oder? Oder auch nicht. Machen wir 750.000? Ja, das sieht besser aus. So. Und jetzt haben wir unsere eigene Convention. Das ist ja auch schön. Ich hoffe, wir werden dann noch in die andere Convention eingeladen. In die G3. Das wäre schon klasse, wenn wir da noch präsent wären. So, aber die X-Blaster-Konsole verkauft sich jetzt auch immer schwächer. Aber, ja. Gut Ding will Weile haben. Lass mal Elder Scrolls Online auf den Markt kommen, so, dann ist das Ding aber ganz schnell wieder im Verkauf. Wenn es nicht schon alle Leute haben. Ja gut, 5,6 Millionen verkaufte Einheiten. So, neue Topics sind im Moment gefragt. Ja, das, unsere eigene Convention wird in 4 Wochen tagen. Oder stattfinden, wie auch immer. Okay, warte, dann werdet fertig, Leute. Werdet ganz schnell fertig. Ja, ja, ja. Sehr schön. So, Plasmaroid 1.1 ist fertig. So, AAA MMO. Und zwar ein Fantasy-RPG mit dem Namen The Elder Scrolls Online. Für den PC, den X-Blaster und das PlaySystem 5. Mit der Plasmaroid Engine 1.1. Wir sind wieder auf den neuesten Standards, die irgendwie existieren. Es wird sauteuer, das Game, wie ich gerade schon sehe. Knapp 50 Millionen, nur für das Konzept. Aber gut, let's roll. Und nicht zu vergessen Marketing. Und nicht zu vergessen AAA-Dingsbums-Marketing. Und Convention? Ach so! I understand! Wenn wir das hier machen, dann findet die statt, glaube ich. Ach so ist das. Ist genauso wie mit dem Marketing, glaube ich. Lass mich doch scrollen hier. Bin oft da rumzublubbeln. Nein, ich will nur scrollen. Ich nehme jetzt die Pfeiltasten. Ja! Sign Games Convention! Boah, Amber ist da erstmal so fett auf dem Brett. Und The Elder Scrolls Online natürlich auch. Oh, cool. Wie viele da aber auch sind. Boah, wie viele können da hinkommen? Das ist ja nice. Also, ja. Finde ich schön. Finde ich sehr schön. Wir hatten 2,2 Millionen Besucher. Das ist ja cool. So, das hatten wir hier bei eben schon gehabt, ne? Können wir jetzt vielleicht? Ne, können wir nicht. Okay, gut. Dann nehme ich auf jeden Fall Online-Play mit rein. Das ist ganz wichtig. Video-Playback würde ich dann sogar eher noch rausnehmen. Weil ich meine, was ist ein Online-Game ohne Online-Play, ne? Mod-Support wird sicherlich in Elder Scrolls Online tatsächlich geben, aber können wir jetzt hier nicht reinnehmen. Cooperative Play ist leider zu viel. Aber gut, ich würde sagen, wir lassen das auch so. Das sieht eigentlich ganz lecker aus, finde ich. So, let's boost the Hype. Ich glaube, der Hype wäre noch mehr geboostet gewesen, wenn unsere Convention etwas später stattgefunden hätte. Ich bin gespannt. Ich hoffe echt drauf, dass das Game reinhaut. Müssen wir all unsere Erfahrungen reinbuttern, die wir gesammelt haben. Und das wird ein Hype-Game, mein Freund. Das wird ein Hype-Game. Und wenn hier nicht, dann wenigstens in Real. The Elder Scrolls Online wird genial und geil. Das, okay, meine Hand würde ich jetzt vielleicht nicht ins Feuer dafür legen, aber sagen wir es mal so. Ich würde, ja, was würde ich denn? Schlag dir doch was vor. Ich habe keine Ahnung, aber ich würde mit Sicherheit irgendwas Krankes machen, um meine Überzeugung da zum Ausdruck zu bringen. Schöner Hype, aber trotzdem, ne? Wenn jetzt noch die G3 irgendwie dazwischen funkt, dann wäre das genial. So, Level Design, da würde ich sogar nochmal ein bisschen runterschrauben wollen. Oder auch nicht, wenn ich mir das so da unten ansehe. Das waren mal Dialoge. Ich glaube, da haben wir schon alles auf Maximum. Ja, da geht nichts mehr. Level Design, no loading screens, ja, das brauchen wir jetzt nicht wirklich, würde ich mal sagen. Künstliche Intelligenz. Ja,
Mein, okay, vielleicht können wir sogar beim Level-Design noch ein bisschen zurückstecken. Dafür noch etwas mehr in die künstliche Intelligenz setzen. Die sollte ja nicht ganz vernachlässigt werden, wie ich finde. Warte mal. Das ist vielleicht so. Man hat hier unten auch noch den Balken, der das ganz gut beschreibt. Aber ich glaube, warte mal, vielleicht machen wir das so. Ich muss hier links nämlich auch noch schauen, dass sie nicht irgendjemand da überlastet ist oder sowas. So. Aber das sieht gut aus. Das sieht, finde ich, echt gut aus. Jetzt können wir sogar den hier noch reinnehmen. Mit dem hier wird es zu viel. Ja. Probieren wir unser Glück. Los geht's. Ah, Hilfe. Einer meiner Barthaare hat sich gerade in meinem Mikrofonschutz verfangen. Das hat geziept. Ich frage mich, wie hoch der Backlog werden darf hier links oben, ne, von unserer Konsole, bis die da rumheulen. Hm. Ich glaube sogar, wir würden besser wegkommen, wenn wir quasi immer, ja, halt so eine richtige Sammlung dann haben würden von Geräten, die zurück müssten. Dann kurz mal einmal Schub geben, ne? Richtig Kohle reinbuttern, irgendwie so eine Million, zwei, drei Millionen und so, dass sie das reparieren und dann ist die Sache erledigt so ungefähr. Ich glaube, da würden wir sogar günstiger wegkommen. Aber naja, am Ende verpatze ich da irgendwie was und übersehe was und so und das ist dann ganz ungesund. Boah, Alter, schau dir mal an, wie die schon alle müde sind, ne? Krass. Aber ich will die nicht mittendrin in Urlaub schicken, das ist doof. Okay, hier sieht das eigentlich schon ganz vernünftig aus, finde ich. Die 3D-Grafiken V5 kann man wunderbar abdecken an der Stelle. Sehr schön. Orchestral Soundtrack wird zu viel. Surround Sound wird leider auch zu viel. Ah, 84, nee, das wird nichts. Ach, ich würde es eigentlich so lassen. Das sieht eigentlich ganz okay aus. Ja, lassen wir auch so. Zeigt, was ihr drauf habt, Leute. Oh, bitte jetzt. Vielleicht noch eine Game Convention. Nur eine G3. Gib mir doch eine G3. Ich will doch nur eine einzige haben. Ist ja bestimmt cool. Ist ja vor allem cool für unseren Hype, weil da hätten wir, glaube ich, locker einen Hype von, ja, 800, 900 vielleicht. Mann, bitte. Wir haben ja noch ein paar Bugs, also es besteht noch Hoffnung. Bugs zögern das Ganze ja immer noch mal etwas raus. Ich glaube, wir kriegen diesmal noch mal einen schönen Rekord in Designpunkten auf jeden Fall und Technology vielleicht sogar auch. Jetzt mach doch eine G3! Mann, ich bin ja gerade voll, boah, Alter, wie viele Research Points haben wir denn? Vielleicht nochmal eine Own Convention? Komm, das mache ich nochmal schnell. Während die da machen und tun sind, starten wir nochmal schnell eine Convention. Wir können noch was reißen, meine Lieben. Wir können noch was reißen, ich weiß es. Es sind ja noch ein paar Bugs da. 637. Los, werd fertig mit der Convention hier. Go, go, go. Go, Sign Games, go. Old Engine. Die Crystal Dagger X Engine. Ja, komm, habt da. Viel Spaß damit, Jungs. Das ist eine ziemlich geile Engine. Und dadurch haben wir 20.000 Fans reinbekommen. Jawohl. So, komm, 200 Punkte noch. Ja, Game Convention. Ah! Komm, die müssen wir noch mitnehmen. Das schaffen wir. Ich weiß es. Unsere Convention, die G3 noch. Komm. Da warte ich lieber nochmal ganz kurz. Nach den Bugs und so. Komm, unsere Convention ist fertig. Jawohl. Ich glaube, die wird erst in 4 Wochen stattfinden oder sowas. Da war da was. Ja, die G3. Jawohl. Wie cool. Komm schon. Gib uns noch ein paar Besucher. Die Elder Scrolls Online. Yeah. Yeah, zieht euch mal den Hype rein. Komm, jetzt nur noch unsere Convention. Los, komm. Ich weiß ja nicht, wann die stattfinden soll, aber komm. Das schaffen wir. Meinetwegen lasse ich den Hype sogar noch um ein paar absinken, aber komm, das schaffen wir. Ich glaube, noch eine Woche oder sowas. Los, komm schon. Komm schon, nein, nein. Nicht weiter runtergehen, nicht weiter runtergehen. Komm schon. Ich warte nur eine Woche. Mach den Bug weg. Komm, 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 egal. Huh. Weiter konnte ich ihn nicht absinken lassen, das ging nicht. Okay, Engine ist Level Up, Dialoge sind Level Up, World Design ist Level Up, 3D-Grafik für 5 ist Level Up, Sound ist Level Up und zwei unserer Bediensteten, wollte ich schon wieder sagen. Angestellten sind Level Up. Oh. So, okay. Gleich ist mein Game Report und die Reviews kommen rein. Oh, bitte. Oh nein, ist das dein Ernst, Mann, du stinkst doch. Ja, okay, kommen 7.
Ja, okay, es geht eigentlich. Es geht. Es ist jetzt kein Albtraum, um ehrlich zu sein. So. Und ihr seht schon... Expansion Pack. Oh, wie cool. Ein neues Research. Ja, okay, unsere Leute waren zum Schluss ganz schön breit gewesen. Oh, ich will auch wissen, warum das jetzt nicht so richtig reingebombt hat. So, ich erkläre sofort die Statistiken da drüben. Die sehen nämlich dieses Mal etwas anders aus. Denn bei einem Online-Spiel ist es so, dass wir natürlich auch laufende Kosten haben. Von wegen Servern und so weiter und so fort. Deswegen sind die grünen Sachen quasi unsere Einnahmen und die roten Sachen die Ausgaben, die dann halt dazu mitkommen. Die Ausgaben sind am Anfang relativ hoch und werden im Nachhinein dann, wie man ja sehen kann, die sinken dann halt doch sehr stark. Und, wird unsere Konsole jetzt eigentlich wieder besser verkauft? Oh, es geht. Und, die werden aber dann später wieder höher, die Ausgaben. So, jetzt will ich wissen, hier, sag an. Aha, mit dem X-Blaster hat es anscheinend nicht so hingehauen. Warum auch immer. Engine seems to be not important for this type of game. Ja, das wissen wir. Wir haben nur das gesamte Team darauf fokussiert. Warum auch immer. Aber ansonsten verkauft sich das Spiel doch recht gut, muss ich sagen. Aber es ist leider nicht so geil geworden, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte. Schade. Vielleicht haben wir beim nächsten Mal mehr Glück. Naja, gut, meine Lieben. Das war's für diese Folge, die ja doch recht umfangreich war, muss ich sagen. Ich drehe hier mal eben runter, so. Und mal im Hardware-Lab reinschauen. Hier drehe ich auch nochmal etwas runter, so, 600.000. Schön. Und ja, wie ihr sehen könnt jetzt hier steigt das jetzt so langsam an, ne? Wieder die Ausgaben. So lange kann man ein Online-Game dann auch nicht betreiben. Aber man kann Erweiterungspacks rausbringen, um das quasi wieder zu optimieren. Und ich habe da schon ein paar Ideen. Aber zu diesen Ideen kommen wir dann in der nächsten Folge, wie gesagt, meine Lieben. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr so rege dabei seid. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge. Zurück bei Let's Play Game Dev Tycoon in der zweiten Staffel immer noch. Bis dahin erstmal, see ya!